Hallo ihr lieben königlichen Zuschauer beim Kingsplay, moin 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 moin, und wir legen mal direkt wieder los mit die Gilde. Ich muss dazu vorab erwähnen, wenn wir jetzt hier weitermachen, ich habe nun seit der letzten Aufnahme-Session, den letzten Aufnahmeabend, gar nicht weitergespielt. Ich hatte schon viele Ideen, die teilen wir ein bisschen mit, was man machen könnte. Es wurden erstmal viele Kredite getilgt, ich habe die Stimme des Herrn im Hintergrund ein wenig lauter gemacht. Da man die ja ein bisschen schlecht verstand, fand ich in den Aufnahmen. Wenn es andersrum ist, wo ich sage, nee komm, ich weiß, was der Typ eh sagt, weil viele schauen zu, die das Spiel halt ja auch schon kennen. Und ich bewerbe mich gerade als Bischof, die höchste kirchliche Position. So, jetzt müssen wir erstmal natürlich weiter. Erstmal leider wieder alle Gebäude ein bisschen laden. Ich guck gerade. Wo bin ich denn jetzt hier? Ach, das ist ja. Genau, ich bin ja hier im Tarotlager, kann man so sagen. Spucken ab 15% mächtige Flüche. Das heißt, ich kann einen mit dem Fluch belegen und der wirkt auch. Und der ist nicht nur mal eben Hex-Hex, Hokus-Pokus. Gucken wir mal, was wir für ein Stück auswählen können. Ach, wir haben noch ein Stück in Petting. Dann würde ich sagen, anbauen. 30% Schutz vor Einbrüchen. So. Ich möchte mal ganz kurz unser Bankhaus gucken. So viel Kredite, wie getilgt wurden, muss mittlerweile da eine Summe sein, die nur bei 40.000 liegt. Hätte ich jetzt mehr gedacht. Müssen wir hier einen schönen Diebe losschicken. Ich muss erstmal einen Blick kriegen, weil ich habe mir ja vorgenommen, jetzt werde ich mal wieder ein bisschen mehr am Stück aufnehmen. Weil ich habe erstmal Lust drauf. Nachdem man so ein bisschen mal Multiplayer gemacht hat oder ja, League of Legends und alles läuft nicht so. Oder man gewinnt ja trotzdem, man gewinnt auch an Erfahrung. Also manches Mal hat man dann so. Die Faxen dicke, man freut sich. Man ist nicht böse auf den anderen, mit dem man spielt. Also nein, 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 nein. Aber dass man wieder Solo anmachen kann, weil gerade die Gilde, ihr wisst, ich entspanne hier voll. Das ist für mich so. Ach, herrlich, 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 herrlich. Ach ja, unser Landsitz. Ich sag's bewusst unser, weil der gehört doch schon uns. Ja, der gehört uns. Das ist. Ja. So, Rhetorik 9 Punkte. Ich kann mich erinnern, 46 kam ich erst im nächsten Beruf. Dann gehe ich direkt in den Salon. Obwohl ich die Zeit sehr langsam habe, haben wir schon wieder um 8. Es ist natürlich morgens. So, jetzt lade ich natürlich jemanden ein. Wichtige Person, Amtskandidatur. Die Ernenner lade ich alle ein. Bringt mir nichts, weil das wird alles zu spät sein. Aber, oh, ich muss die alle bestechen. 5 Ernenner? Ich soll nicht das schaffen. Ja, seid so nett, kommt. Ach du Scheiße. Eine Erweiterung an einem eurer. Eine Erweiterung? Eine Erweiterung an einem eurer Gebäude. Freut mich. So, dann gehen wir mal hier in die Wahrsagerhütte. Ach, der Ofen braucht noch eine ganze Reihe. So, Warenhersteller, das macht er alles. Okay, ich belasse es bei ihm auch. Ich freue mich so schon auf den Wirtshausbesitzer zu gehen. Denn den möchte ich gerne in der nächsten Runde nutzen. Also mich wählt im Grunde Hofrätin, Hofrätin hier, all die ganzen wählen mich. Dann machen wir die Zeit mal wieder ein bisschen schneller, schon um 9. Seht, ohne jetzt gerade, wo ich auf schnell schalte, erst bei 9. Da muss ich nicht mal gucken, die ganzen Diebe haben sich ja wieder alle hier ein bisschen verpisst. Da sind sie, zack, zack, langsam machen, ein paar Minuten rausholen. Und auf geht's. Ah, ist das schön. Dann schauen wir uns erstmal um. Ich habe auch, ich an dieser Stelle grüße ein Öhrchen. Falls du gerade die Folge noch mit anschaust, was ich hoffe. Falls ja, schreib es mal in den Kommentaren, dann weiß ich einfach nur, dass du guckst. ja, liebe Grüße an dich. Du hast natürlich mir einen richtigen Tipp gegeben. Gerne kommen sie, gerne kommen sie, gerne kommen sie. Der Steuereintreiber kommt nicht. Naja, bei Gott sind es 3, wird es billiger. Du hast mir nämlich auf ein
ich sag mal, Ding gebracht, was ich natürlich hätte auch früher machen können. Ich habe ja eigentlich am Anfang gesagt, ich will die Gilde, um zu entspannen, um zu relaxen. Keinesfalls ein typisches Let's Play, weil ich wollte es wirklich zur Entspannung spielen. Also wirklich voll relaxen, nach hinten lehnen, adios amigos. Genießen. Genießen, Entschuldigung, jetzt habe ich das richtige Wort. Ich wollte es einfach genießen. Was ich finde, macht man kaum noch mit irgendwelchen Spielen. Man rennt durch, Shooter, man fliegt durch, man... Ich persönlich muss sagen, mir fehlt einfach dieses ruhige, besinnliche Mal noch spielen. Das ist wie, wenn du sagst, ich habe Urlaub, ja, aber meine Arbeit ruft an, ja, aber meine Arbeit kann auf meine Arbeit, Arbeit, Arbeit. Das ist so, ja, Alter, Urlaub. Das ist auch mit Let's Plays, das ist so, ja, spielen, aber auch mal wirklich spielen und aufnehmen, also wirklich so diesen Mix finden und nicht nur, oder auch so allgemein, ja, danke, Renovierung ist fertig, so einfach noch spielt, chillt, in Kombination mit Aufnahmen. Ich will noch keine Rohstoffe, hör doch auf. So, der Ofen ist fertig. Da kann die Alte kochen. Der ausgestopfte Bär sorgt eine für bedrohliche Atmosphäre. Ja, ja. Die Glaskugel? 10% Rohstoffmaterial finden. Okay. Ein Alchemist hat Erfolg. Dann gehen wir doch gleich mal in unseren Landsitz. Mhm, haben wir alles erweitert. Ja, okay. Lager bauen, Lager bauen. Kapazität erhöhen, ja, mehr Platz. Ich habe jetzt alles Geld raus, was ich habe. Bevor ich wieder irgendwann sterbe und Erbschaftssteuer zahlen darf. Alter 29. Okay, dann machen wir Vernunft. Kann er nicht. Ja. Lass mich bitte in Ruhe arbeiten, ja? Arschloch. So was arbeitet für mich. Ich bin die Chef. Dafür wollen wir darauf hinweisen. Nee, Eggert. Ja, da verplappere ich mich schon wieder über all die Zeit. Es ist schon wieder im Spiel, 17 gleich 18 Uhr, ein Arbeiter ist dran. Einer eurer Untergebenen hat sich bei seiner Arbeit verletzt. Ah, ja, dann soll das tun. Ich habe bestes Training, ich habe alles investiert. Ganz ehrlich, was soll ich noch machen? Soll ich den noch auf dem Präsentierteller? Hier hast du schon dein Ergebnis, was du eigentlich produzieren sollst. Da muss man auch mal kaufmännisch denken und nicht nur immer, ah ja, nee, sondern halt. Kaufmännisch heißt nur mal Geld, ja, nein, doch, vielleicht. So, jetzt labe ich wieder völligen Dünnschiss vor mir hin und möchte zusehen, wie das Gebäude dann fertig wird. Eurer Gebäude ist abgeschlossen. Freut mich. Wird nicht fertig, ne? Theaterstück hat begonnen, alles klar. 5000 bringen die nach Hause, Subi. Und dann mache ich die Zeit auch mal langsam, weil es ist um 9. Ich beginne wieder alle loszuschicken. Euch benutzter Gegenstand hat seine Wirkung verloren. Scheiße, der hat noch die Wirkung verloren jetzt. Ja, super. Ihr wünscht Meister. Das heißt, ich sollte schnell zum Markt mir die Kette kaufen, wenn die da ist. Ist nicht da, das ist super. Somit habe ich noch weniger Ansehen. Wobei der Kamm könnte vielleicht helfen, wenn man mal sich mal die Haare kämmt nach ein paar Jahren. Kamm. Haartracht, Informanten, Stadtrunden. Ja, nee. Der bringt mich nicht weiter. Die Goldkette. Jo, shit, ne? Wollt ihr es merken, sag ich dir. So, wie ist auch wieder nur die Hälfte der Leute da. Ey, ich hab das Ding so scheiße gebaut. Es ärgert mich jetzt noch bis ins Mark. Smark. Halt, der Gaukelang hat Geld gemacht, ich sehe schon. Da, Falter. Ich denke, wir mal nach Hause schnell unterbrechen. Entschuldigung, hab ich fast vergessen.
So, waren Verkäufe, waren Einkäufe. Das heißt, ein Gewinn von 1,7. Nur da alleine. Ihr seht ja, plus minus. Und jetzt seht ihr mal Taschendiebstahl. Jetzt wisst ihr, warum ich das gemacht habe. Jetzt habe ich mich nie erklärt, warum ich so richtig die Diebe nehme. Einfach nur, weil es schneller, besser, einfacher geht und gut ist. Zinseinnahmen, Einkommen als Richter, Umsatzsteuer, Kirchenzent. Gewonnen 7.000, verloren 4, also 6.000 und Gewinn gemacht. Puh, ist doch eigentlich... So, jetzt bin ich mal gespannt. Bin ich Bischof oder nicht? Oder werde ich? Auf kirchlicher Ebene soll nunmehr dieses Amt in verantwortungsvolle Hände übergeben werden. Drei Bürger unserer Stadt haben sich für dieses Amt. Ach, das ist sie selbst. Na, okay. Ach, sie wirbt sich auch selbst. Ja, scheiße. Dann habe ich ja schon mal ganz schwer. Müssen mich mindestens zwei wählen und die haben die schlechteste Laune auf mich. Ja. Das war wohl nix. Nee, na. Wen die wollen wir jetzt zufällig, hm? Frau Heppner. Glückwunsch. Die Wahl ist entschieden. Blöde Sau. Tja. Ach, wer will denn bei mir sich wieder absetzen lassen? Hm. Der Stadtrat befindet jetzt so über die Neubesetzung dieses Amtspostens. Es gibt vier Bewerber. Herr Kerkermeister. Das ist schön. Die Wahl ist entschieden. So, der eine nach und nicht erst wieder irgendeine ohne Amt. Rein aus Protest würde ich das schon so machen. Wobei man natürlich selbst den schon... Ich habe immer noch die Geliebte. Nein, die soll nicht mehr meine Geliebte sein. Was ist denn hier los? Ach Mensch, da verliere ich doch Punkte ohne Ende, nur wegen der. Eine Erweiterung in einem eurer Gebäude wurde hinzugefügt. Ich habe die gar nicht mehr drin, aber ich habe Punkte verloren. Was soll denn das? Mein Arbeiter ist verstorben. Oh nein. Oh nein. Jetzt sterben sie alle weg. Die Gutsten. Die so viel für mich gearbeitet haben. Das ist natürlich nicht meine Absicht. Die sollen alle schön, gesund, munter leben. Was ich jetzt allerdings, glaube ich... Na komm schon. Erledigt hat. Ach, nein. So, dann haben wir den ausgestopften Bär. Ah, ja. Und was haben wir noch gehabt? Die Glaskugel. Okay, Sternkarte. Mehr Rohmaterial. Mächtige Flüche. Gebissfaulig. Mächtige Flüche. So, die Glaskugel steht... Wo ist denn hier die Glaskugel? Carlos? Da oben, ja. Und ja, ich scheine alles zu haben. Wer sowas nicht sieht. So, dann kommen wir Diebesgesellen nach Hause. Warenpreise sinken. So. Auf geht's. Der eine kann nochmal Training machen, der war viel zu schwach auf der Brust. Sägt doch so schon. Die beiden sogar. Was mache ich denn hier, sag mal? Lass ich den denn alles durchgehen? Soll ich irgendwo einbrechen? Ja, ist das klar. Natürlich, durch die Stimmausgabe werden alle auch lauter. Von daher, seid mir bitte, bitte, bitte nicht böse, wenn jetzt diese Runde an Aufnahmen zu schlecht ist. Es ist so ein pingeliges Ding mit denen hier. Ich wollte eigentlich nur die Sprecherstimme mal lauter haben. Ich guck mal gerade Soundoptionen. So seht ihr, was ich drin habe. Soundeffekte. Ja, ein bisschen leiser, so. Und Sprachausgabe auch ein bisschen unter. So. Du dumm, Tür zu. So, mein Landsitz wird gebaut. Ich bin immer schon bei 40.000. Das ist schon mal wieder sehr, sehr gut. In so eine Villa. Mit meinem Palazzo hier, die sehen eigentlich kurz gleich aus. Das sieht nur noch besser aus hier mit dem Türm. Habe ich das nicht auch? Ich habe nur die Türme oben. Ich finde die aber besser hier mit dem Türm da oben. Tze. Fit, fit. Ist auch noch eine, dann ein Palazzo? Ja. Mann, 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 Mann. Oh, hier ist er so. Oh, sieh ja jetzt erst. Ein Wirtshaus, Stadtwache, Duftwerkstatt.
Hier hätte ich mal hinbauen sollen. Ich klopf's Kind. Mann. Es ärgert einen, wenn ich jetzt hier hinten meine Diebe am Arsch der Welt habe. Oh, ich sehe gerade auch dementsprechend so spät die Lustige, das wird doch nichts. Ich sehe gerade, der eine ist immer noch nicht da, obwohl der Tag schon halb rum ist. Zwei sind sogar noch nicht da. Kommt eine Diebesgeselle, aber ja gut. Da kann ich jetzt auch nichts mehr dran ändern. Mann, Mädels. Was mache ich hier? Ich erkläre mal ein bisschen. Das ist einfach nur, damit ich einen höheren Meistergrad kriege. Als Illusionist hier in dem Fall sehen wir, Stufe 5 ist der höchste. Ich sehe gerade, Bankier können wir noch erhöhen, damit es auch einen Punkt mehr gibt wieder. Wenn ich den Punkt gleich habe, habe ich den höchsten Meistergrad und kann wieder wechseln. So. Rohstoffe. Ja, dafür habe ich auch keinen Typen, der darauf aufpassen soll. Ja. Achso, mal gucken, ob ich hier schon wieder noch sowas anderes bauen kann, irgendwie allgemein. Aber eigentlich sollte das jetzt fertig sein. Ich bin Illusionist. Herzlichen Glückwunsch. Eure Anstrengungen sind belohnt worden. Von heute an wird euch das Recht verliehen, einen höheren Meistergrad zu führen. Ihr seid Illusionist. Es ist euch nunmehr erlaubt, die folgenden Betriebe selbst zu leiten. Das Vagabundenlager, das Gauklerlager und das Schaustellerlager. Gezeichnet der Wahrsagerverband. Das Training eines eurer Schergen ist abgeschlossen. Es ist mir ein Vergnügen. Eine Erweiterung... So, da haben wir die Kugel. Eine Erweiterung in 1% Ausweitung der Blutlache. 15% mächtige Sternkarte da hinten. Ist doch sauber, was hier alles hier dran ist. Ja, Ansage, ich weiß. Und ich sehe, wo meine Diebesleute erst gerade mal lang gehen. Die gehen ja. Ich verfolge die mal ein bisschen. Da hinten latschen sie alle lang. Gehen erst in die Stadt Richtung Marktstadt, ne? Marktstadt. Markt. In Richtung Markt. Da oben sind sie. Brauchen ja jetzt schon Stunden, um hierher zu kommen. Theaterstück hat begonnen. 52.000. Oh, ich kann mal nach meinen Kindern gucken, Mensch. Berufsausbildung. Parfümeur. Er soll Parfümeur. Die haben alle ein schönes Fest gehabt. Na, Tön. Arschgeigen. Was? Es gibt bereits genug Bewerber. Ihr müsst euch das nächste Mal schnell entscheiden. Der hat doch gar nichts angezeigt. Was soll denn die Scheiße? Puh. Ich spiele die Gilde nicht mehr. So. Eintrittsgeld 10.000. Warum habe ich jetzt auf einmal... Hä? Ich hatte noch eben 40.000, dann auf einmal 43.000 durch den Dings und jetzt 53? Ich war doch gerade schon bei 52. Alter, jetzt muss ich mir aber die Folge... Jetzt. Jetzt wird es mir aber unheimlich. Ja, Meister. Selbstverständlich. Alter, hört auf zu pfeifen, ihr Kackbratzen. So, hier sind auch nur zwei zu Hause. Ach ja, das sind die. Die eh schon Stunden später wieder kamen. Das ärgert mich. Da war wieder was frei, aber ich hab's nicht gesehen. Keine Nachricht bekommen. Mann! Mach mal einen Suppentopf. Er wählt sich selbst. Er will die Pachtmeisterin. Na, wer will da? Alle wollen den Unterhölzer. Der bumst sich hoch. Der ist gerade erst Kämmerer geworden und jetzt dahin. Bürgermeister. Und ich habe mich keinen Bürgermeister
Oh, das wäre jetzt doch das geilste gewesen überhaupt. Bürgermeister dieser Stadt. Das Gebäude eines Konkurrenten wurde dem Erdboden gleich. Soll ich immer wieder Bischof werden? Eine Erweiterung auf ein neues Gebäude wurde hinzugefügt. Ach man. Giftdurchsammlung. Hier Gift. Die alte ist. Die ist ausgestattet. Traurige Depri-Musik. So, ich guck mal, ob ich Rhetorik machen kann. Ah, diese Stelle liebe ich gleich. Und sie geht immer viel zu schnell aus. Mann. Ärgert mich. Was ist heute los mit der Gilde? Macht doch sonst so viel Spaß. Und heute wollen sie mich ärgern. Weil dieses Musikstück, dieser Abschnitt da gerade eben, der erinnert mich so ein bisschen manchmal an Metallica. Finde ich. So, oh, meine Diebesgilde. Wie sieht die denn aus? Die ist ja runtergekommen. So, Udolf. Alte Sack gerade. Frankbert. Ist ein anderer? Gut, dann. Ich dachte, das ist er. So, ah, gucken wir doch mal, wie wir wieder hoch befördern können. Na, das sieht auch nicht danach aus, als wenn die alle hier noch lange bleiben. Ja. Zack, 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 bam. Und hier auch. Das sind bestimmt nur die, sind wirklich nur die beiden da. Ja, toll. Euer Angestellter kommt hoch. Hätte ich gleich mal hingehen können. Ich Narr. Flieht, ihr Narren. Na, wer hat das gesagt? Na? Richtig. Schreibt es in die Kommentare. Ich bin auch mal so fies. Ich möchte das auch mal machen. Das machen so viele tausend andere. Bevor ich überhaupt anfange zu Let's Playen, schreibt es in die Kommentare. Erste Sekunde. Schreibt es in die Kommentare. Abonnieren. Habe ich bisher noch nicht einmal gemacht. Aber ich glaube, für die nächste Folge überlege ich mir was. Werte Leute von heute. So. Gucken wir, Alchemist hat sich verbessert. Das ist schön. Ich sehe davon nur nichts. Vatikan. Gedichtslesung. Juhu. Wupp. Ich fühle mich zufrieden nach dem Vortrag. Das ist schön. Das ist manchmal das Wichtigste heutzutage. Es ist 46 geworden. 53 ist die Frau geworden. Ich sollte Frauen spielen. Oh, ich muss, glaube ich, niesen. Heißen noch. Gottes Willen, was war das denn für Niese? Es tut mir leid. Ich konnte jetzt hier gar nichts mehr unterdrücken. Ausmachen, Stopp, Pause, Abnahme, Aufnahme. Es tut mir leid. Entschuldigt. Kommt doch nicht wieder vor. So. Da sind wir doch keine Diebe da. Ja, ich sehe, jetzt kommen sie da alle. Warum habe ich die mir hingebaut? Warum? Jetzt bin ich brillant in der Rhetorik. Das ist schön. Rhetorik durch die Lektüre des Buchs Blubbern und Beischlaf. Erklärung eines Zusammenhangs erleuchtet. Ihr seid einfach brillant. Boris Müller hat Christoph Kingsbury angeklagt und ich bin ja Richter. Christoph, was hast du angestellt, sag mal? Christoph. Ich meine, ist das jetzt in dieser Situation Vorteilsnahme, wenn der eigene Bruder hier im Spiel der Richter auch noch ist? Ich find's nicht schlimm. Solange es zu Recht. So, dann spulen wir mal ein bisschen vor. Wobei ich mir ein bisschen erbost bin, dass kein Kredit genommen wird. Oh, Pachtversteigerung? Nee, geh weg.
Nochmal 14%. Ja, ich bin zufrieden. Wobei, wenn ich einfach nur so ein Stück Waldstück kaufe, einfach so ein bisschen Land. Was bringt mir das? Ein Stadtfest. Danke Gott für seine Liebe zu unserer schönen Stadt und lobpreiset ihn. So lauten die abschließenden Worte. Schön. Schwarzer Tod, der Pest ist in der Stadt. Ja, erstmal ein Stadtding und dann ist die Pest da. Erstmal Party machen und dann wird schön gemordet. So, du Scherge. Meine Stimme hat los. Diebe. Ihr seid ein Visionär. Zwar lächelt man, ob eures neues Modsch-Einfalls fortan Socken anstelle hoher Strümpfe zu tragen. Man lässt euch aber trotzdem gewähren. Warum nicht? Man muss ja keine hochhackigen Lack- und Leder... Hoche Konfalef. Lederstrumpfhosen tragen. Man kann doch einfach Socken. Ja, so einfach zack, Socken. Ein Kredit wurde gleich weggenommen. Sauber. Das sind alles meine Diebesleute hier. Oder vergucke ich mich? Jetzt sind alles meine Leute hier. Ein großer Teil. Hä? Ne, die haben woanders hin. Raubritter. Jetzt kommen meine Diebe aber doch mal wieder. Jetzt habe ich 65.000. Mann. Das ist so krass, was die Diebe vollbringen. Und genau deswegen spiele ich sie, Leute. Liebe Leute von heute. Nur darum spiele ich die, weil ich habe es nie geschafft, mit nur ansatzweise irgendeiner anderen Berufsgruppe so viel Geld zu machen. Und damit man hier wirklich flott vorankommt, ist, naja, wisst ihr ja, mag ich immer ein bisschen schnell sein, dann geht das nicht anders. Dann ist man doch gerne Dieb, so blöd es klingt. So, noch ein bisschen Zeit vorschwulen. So. Ja gut, Oswig, tut mir leid. Ich glaube, da kam er noch gerade, oder? Ja. Komm her, die schicken wir nochmal los. Zack. Ach, scheiß aufs Bestechen des Mannes. Ich möchte mal etwas auf regulärem, ordentlichem Wege schaffen. Warenverkäufe 4.000 und es wird mehr, muss man mal sagen, für Wareneinkäufe 1,6. Also ich habe da ein Plus von 2.000 paar zerquetschte, 2.500 sage ich mal, rund, plus minus x. Ein bisschen mehr ist es ja, wissen wir. Aber dann die Personalkosten rechnen und Renovierung, wenn man möchte. Das wird ja nichts. Na toll, die wählt sich selbst, die wählt sich selbst und die anderen wählen die natürlich mit. Arschgeigen, ja. Wobei ich glaube, ich wäre lieber Bürgermeister. Entschuldigung, was ist denn mit meiner Stimme heute los? Pfnopfen. Pfnopfen. Nee. Ach ja, Mädels. Aber wisst ihr was? Wenn ich das Amt schon nicht kriege, ergatter ist mir irgendwie auf anderen Wege. Irgendwie fällt auch der blaue Charakter da immer so ein bisschen aus der Reihe. Ich finde es auch schade, dass man seine, wo man sich bewirbt, nicht selbst einfach wirklich auswählen kann. Dass man so trotzdem quer einsteigt. Aber ich möchte jetzt gar nicht mehr, ich möchte auf meiner gleichen Ebene nur wechseln. Das ist so ein bisschen... So, die andere Kämmerin will natürlich den gleichen, weil ich die... Oh, doch nicht. Hat das Los entscheidet für den ohne Amt. Na klar. So kennen wir es ja in der Gilde. Aber bevor wir jetzt hier weitermachen, werde ich euch ärgern und mache einen kleinen Cut. Und wir haben schon wieder gute Zeit erreicht. Ich sag schon mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und in der nächsten Runde mache ich, glaube ich, eine Art wirklich Abo-Special. Was das Wort Abo sehr betont. Freut euch darauf. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.